Herzlich willkommen bei Inside Bingen. Bei Inside Bingen begrüßen wir wöchentlich verschiedene Gäste. Diese Gäste führen ein ganz eigenes Leben mit eigenen Vorstellungen, Meinungen und mit eigenem Lifestyle. Wir wollen auf aktuelle gesellschaftliche Probleme und Diskussionen eingehen. Ihr könnt diesen Podcast ab sofort auch per Video anschauen, nämlich bei OKTV Mainz. Wir freuen uns über diese coole Kooperation und schaut euch gerne mal die Videofolgen an. Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du? Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und... Du? Ich bin rein und ich scheiß auf alles. Und ja, auch irgendwie du. I'm not gonna give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay categorically? Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Inside Bingen. Begrüßt euren Host Luca. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inside Bingen. Heute haben wir Besuch von gleich zwei Gästen, nämlich einmal eine Studentin und ein Professor von der Technischen Hochschule in Bingen. Die TH Bingen ist jetzt über 125 Jahre alt und ist führend in naturwissenschaftlichen Bereichen und technischen Bereichen. Wir wollen heute darüber sprechen, was so den Alltag eines Studenten ausmacht und den Alltag eines Professors. Hallo, guten Tag. Hi. Hallo. Könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen? Ja, also ich bin Elena und ich studiere im Master Umweltschutz an der TH Bingen. Ja. Ja, und mein Name ist Bruno Grimm und ich bin Professor für Werkstofftechnik im Fachbereich 2 an der Technischen Hochschule. Und das ist der Fachbereich, der sich dann also eher mit dem technischen Feld, also mit dem Maschinenbau oder dem Wirtschaftsingenieurwesen beschäftigt. Alles klar. Hast du denn vor dem Bachelor auch Naturschutz? Oder? Genau, also ich habe auch an der TH Umweltschutz in Bingen studiert. Mhm. Genau, und dann davor habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Ja. Ja, genau. Und dann bin ich irgendwie so in die Umweltrichtung geraten und dann war die TH einfach perfekt dafür. Ja. Und du, also hast du studiert? Also ich habe genau eigentlich Chemie studiert, Materialchemie, und bin dann eben über meine Promotion und den Postdocs und die Materialchemie, Werkstoffwissenschaften Schiene so ein bisschen langsam, ich sag mal, abgerutscht und dann eben habe ich beruflich auf dem Feld der Kunststofftechnik eben gearbeitet und das hat dann eben ganz gut eben auch in den Bereich Werkstofftechnik im Maschinenbau dann gepasst und so kam ich dann eben auch an die TH Bingen. Alles klar. Wir spielen jetzt ein Spiel zusammen. Ihr kriegt von mir einen roten Button. Den könnt ihr einmal drücken, um zu starten und einmal zum Stoppen. Und es kommt dann ein Alphabet, also A, B, C. Und ihr könnt irgendwo stoppen bei irgendeinem Alphabet, irgendeinem Buchstaben im Alphabet, den ihr spielen wollt. Okay, sagen wir, es war ein F, oder? Ja, war ein F, ja. Alles klar. Familie. Erzählt mal was über eure Familie. Also ich würde einfach mal anfangen. Gerne, ja. Ich bin total familienverbunden und ja, also es ist so, dass ich noch eine Omi habe und meine Family ist dementsprechend sehr klein nur noch. Aber es ist mir total wichtig, dass ich einfach viel Zeit mit meiner Familie verbringe. Und deswegen habe ich mir auch hier das Studium ausgesucht, einfach damit ich nicht ganz so weit weg bin und regelmäßig in die Heimat fahren kann. Also du kommst ja auch aus Bingen ursprünglich? Nee, tatsächlich komme ich aus dem Saarland, aber das ist ja nicht ganz so weit von hier und mit dem Zug lässt sich das ganz gut regeln. Bei dir? Ja, bei mir ist es auch so, die Familie hat einen hohen Stellenwert. Ich habe zwei kleine Kinder oder ja, 5 Jahre und 8 Jahre. Zwei Söhne, die mich da gut auf Trab halten. Genau, und von daher ist für mich auch die Familie sehr wichtig. Leider genau, Omas habe ich jetzt keine mehr, aber auf jeden Fall eben genau meine Mutter. Aber die wohnt eben jetzt hier nicht aus der Gegend. Also ich bin ursprünglich eigentlich auch nicht aus der Binger Gegend, sondern eben aus dem Fränkischen in Bayern. Und das ist dann schon ein bisschen schade, dass man sich dann einfach nicht ganz so häufig sieht. Aber wir versuchen da schon auch einen engen Austausch zu haben oder dass dann eben die Oma kommt, um auf die Kinder mal aufzupassen oder dann eben was mit den
Kindern unternimmt. Und was hat dich denn hier nach Bingen gebracht? War es die TH? Oder? Tatsächlich, ja, die berufliche Seite, ja, genau. Ja, cool. Also es war tatsächlich die TH. Also meine Frau hat in Ingelheim gearbeitet und dann hat sich das eigentlich mit Bingen ganz gut dann so gefügt. Ja. Und es war tatsächlich eben, dass wir da aus beruflichen Gründen von Bayern dann eben in den Westen gezogen sind dann, ja. Ja, starten wir so ein bisschen mit dem Inhalt. Ihr habt euch ja beide schon kurz vorgestellt. Jetzt würde ich mich interessieren, was euch an eurem Studienfach interessiert hat. Oder interessiert, hoffentlich. Also da muss ich kurz mal ein bisschen ausholen. Gerne. Also ich habe in der Schulzeit einfach mich schon mit den Umweltthemen beschäftigt und war in einer Umwelt-AG und dann ist es so nochmal so ein bisschen in den Hintergrund geraten und ich war dann zuerst auf einem wissenschaftlichen Gymnasium und dann, ja, habe ich aber irgendwie nochmal so gemerkt, okay, irgendwie so dieser Umweltgedanke ist mir total wichtig und auch Nachhaltigkeit. Und dann hatte ich meinen Bundesfreiwilligendienst auch tatsächlich in Bayern gemacht, in Augsburg. Und da hatte ich in der Schreinerei gearbeitet und da war ich dann einfach mit dem Element Holz irgendwie viel beschäftigt. Und dann war tatsächlich so die Frage, okay, was mache ich nach dem Bundesfreiwilligendienst? Und dann hatte ich mich ausgetauscht und war so, okay, ich will eigentlich irgendwie was mit Menschen machen, aber nicht unbedingt nur was Soziales, sondern ich will irgendwie auch ein gutes Wissen erlangen. Und dann kam wieder dieses Thema Umwelt auf und dann habe ich mich einfach ein bisschen informiert und dann kam es einfach zur TH und Umweltschutz ist halt ja so vielfältig und das deckt halt die TH ganz gut ab, weil einfach verschiedene Bereiche sich angeschaut werden. Es wird sich der ökologische Bereich angeschaut, der technische und ja, das fand ich irgendwie sehr spannend und deswegen habe ich mich hier für die TH entschieden. Sehr schön. Hast du dir dann auch vorstellen können, eine Ausbildung zu machen, wenn du jetzt im Holzbereich gearbeitet hast? Theoretisch ja, aber irgendwie wusste ich nicht so im Umweltbereich, was man da gut für eine Ausbildung machen kann. Und ich fand es irgendwie total wichtig, mir ein tieferes Wissen anzueignen. Und deswegen habe ich einfach das Studium gewählt. Und ja, es war zuerst sehr schwierig, aber ich bin auch eher so ein bisschen praktisch veranlagt und das würde ja die Ausbildung ganz gut abdecken, aber die TH hat eben genau das mit drin, dass der Bezug zur Praxis einfach sehr, sehr stark ist und das fand ich einfach sehr gut und deswegen halt die nicht die Ausbildung. Okay. Und bei dir, warum ist es der Studiengang geworden? Ja, genau, also Studiengang, genau, also ich habe Chemie eigentlich studiert und bin dann so im Laufe des Studiums dann und auch über die Promotion so ein bisschen so in die Materialchemie-Schiene dann eben übergewandert und da habe ich dann eben auch so auf dem Feld der sozusagen Materialien geforscht, die dann eben so Sonnenenergieumwandlungen machen können. Also das heißt also Solarzellen im weitesten Sinne, das habe ich dann im Postdoc eben in den USA dann noch so ein bisschen vertieft und dann war ich eigentlich schon so in diesem Materialfeld dann drin und und was mich da immer so ein bisschen, was ich mir sehr reizvoll finde, eben einfach so als, man versucht eben Material herzustellen und dann muss man eben gucken, was kann das Material. Und das finde ich immer sehr spannend, weil das ist doch so eine Art Wechselwirkungsfeld, was immer nicht ganz auch auf den ersten Blick dann auch logisch ist und man teilweise auch komplex. Das finde ich sehr spannend. Und das andere ist einfach dann sozusagen dann diese Schnittmenge mit dem Maschinenbau ist dann einfach, weil man dann so ein bisschen so aus dem, weil man beide Bereiche dann abdeckt. Man hat dann eben so diesen Ingenieursbereich, wo man sagt, man hat Werkstoffe, wo man ja irgendwie am Ende dann Bauteile oder Maschinenbauteile herstellen will. Andererseits hat man dann aber auch so diesen naturwissenschaftlichen Kontext, wo man sagt, man muss ja auch verstehen, ne, wie ein Material funktioniert, wie das Material aufgebaut ist. Und das ist so ein sehr breites Feld, ne, und das finde ich eigentlich sehr spannend. Und da fühle ich mich eigentlich auch sehr wohl. Und ich finde, ich komme ja dann doch mehr so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, finde es auch so ein bisschen lebenslanges Lernen auch immer sehr schön, dann eben auch so wirklich dann auch wirklich so Ingenieursprobleme oder so mit der Ingenieurssicht dann auch manchmal so Dinge zu betrachten und da auch nehme ich da viel mit und macht immer Spaß, auch das auch so ein bisschen zu erleben. Dann. Und bei dir ist ja auch das Lehren, war das schon so in deinen Knochen, würdest du sagen? Ja, gute Frage. Ne? Also ich muss sagen, ich war am Anfang naiv, also ich war in der Industrie eben und da war das ein komplett anderes Arbeiten. Und dann habe ich dann eben an der TH Bingen angefangen und dann war dann so nach 2 Wochen so gedacht, wow, das ist eigentlich ein komplett anderes Arbeiten. Ne? Also so wirklich komplett. Na, man hat natürlich klar so diese akademische Freiheit, was sehr schön ist, aber dann wirklich, man steht dann vor den Leuten und das sind natürlich dann 90 Minuten Vorlesung, können dann schon mal richtig auch lang sein. Ne? Vor allem so am Anfang, wo man auch noch nicht so in dem einen oder anderen stofflichen Gebiet so tief drin ist,
ist das schon eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, es macht Spaß. Ne? Also klar, dieses Frontalbeschallung, ne, und die Leute totreden ist manchmal so ein bisschen, ja, da kann man sich ja andere Formate überlegen. Und was mir auch sehr viel Spaß ist, einfach auch dann so die jungen Leute so ein bisschen auch zu begleiten. Ne? Man ist ja so ein Stück weit auch Begleiter, klar, man macht Klausuren, man macht die Vorlesung, aber man macht ja mit denen ja auch so, man begleitet die in ihrer Entwicklung. Ne? Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache einfach, wo man so merkt, man kommt von der Schule, kommt von der Ausbildung und finden da so ein bisschen so ihren Weg und gehen dann auch ihren Weg. Und das finde ich eigentlich auch sehr reizvoll, dass man die dann einfach so ein Stück weit begleitet und dann eben auch hier und da auch mal an der einen oder anderen Stelle auch mal helfen kann. Und finde ich schön, genau. Und so geborene Lehrer, glaube ich, war ich nicht. Ich war da eher, glaube ich, schon auch so, was so die Entwicklung, Forschung angeht, eher stärker ausgerichtet. Aber ich muss sagen, es macht schon Spaß, einfach auch so zu den Austausch zu gehen und versuchen auch Sachverhalte so den Leuten näher zu bringen. Sind Sie dann fest angestellt bei der TH Bingen? Genau, ja, genau. Also ich bin sozusagen Professor sozusagen, genau, und vertrete das Fachgebiet dann Werkstofftechnik, also alle Vorlesungen mit dem Bereich Werkstofftechnik und dann eben so hier und da zum Beispiel auch die Chemievorlesung für die Maschinenbauer, was dann so ein bisschen, ich sage dann immer so, das machen wir jetzt alles ein bisschen angstfrei, weil natürlich dann viele, vor allem so die Ingenieure, ja immer so gewisse Vorbehalte haben, ja, gegenüber diesem Fach. Aus der Schule hat man ja da schlimme Erfahrungen gemacht anscheinend und genau, und da vertrete ich eben dann das Gebiet und bin wirklich hauptberuflich sozusagen tätig, aber klar, wir haben eben auch viele Lehrbeauftragte, ne, die in der Industrie arbeiten und dann aber sozusagen dann so ein paar Vorlesungen im Jahr für uns machen. Mhm. Und das ist eigentlich auch immer eine schöne Sache, weil dadurch hat man auch eine schöne Schnittmenge, ne, mit der Industrie, mit der Anwendung. Und die bringen dann auch viel Erfahrung aus der Industrie mit, ne, weil das ist natürlich dann auch so. Ich bin jetzt an der Hochschule und natürlich an der Hochschule. Ne, und wenn man dann natürlich dann auch Industriepartner hat, die dann auch hier und da mal eine Vorlesung machen, die bringen natürlich auch einen ganz anderen Anwendungsbezug und Praxisbezug da rein. Und das versuchen wir auch schon so ein bisschen zu gestalten, ne, dass das dann auch so aufgelockert wird und nicht nur so dieses trockene akademische Lehren ist. Ja. Ist es denn das auch das, was die TH besonders macht? Genau, also besonders im Vergleich zu anderen Hochschulen. Ich kann sagen, besonders vielleicht zu Universitäten. Ne? Es ist dann doch, glaube ich, schon nochmal, dass wirklich dann eben vor allem so über die professoralen Mitglieder dann so die Vorlesungen getätigt werden. Hier haben wir wirklich dann auch schon auch viele Lehrbeauftragte. Es ist von Studiengang zu Studiengang dann natürlich auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber wir versuchen da schon einfach auch so einen regen Praxisbezug zu machen. Das ist bei uns auch so, dass wir dann auch schon forcieren, dass jetzt die Studierenden ihre Abschlussarbeiten im Industrieunternehmen machen. Ne? Mhm. Das heißt, dass die wirklich dann in die Unternehmen gehen und da dann die Abschlussarbeit machen, damit sie dann auch wirklich so ein bisschen so den Fuß in der Tür haben. Weil das ist schon auch so, wo ich sage, unsere Zielgruppe, wir wollen die Studierenden nicht unbedingt jetzt nur für die Forschung ausbilden, sondern wirklich auch schon, dass die dann auch wirklich in den regionalen Unternehmen dann ankommen und da dann auch arbeiten können. Das ist unser Hauptaugenmerk. Ja. Merkst du da was im Alltag von? Auf was jetzt bezogen? Auf so den Praxisbezug? Ja, auf jeden Fall. Also mein Studium war sehr praxisorientiert. Mhm. Es war so, dass ich sehr viele Praktika dann auch hatte. Also da haben wir zum Beispiel im Labor gestanden oder das nennt sich Exkursionen. Da sind wir dann raus aufs Feld gefahren und haben uns dann zum Beispiel die Pflanzen oder die Tiere angeschaut und haben die dann bestimmt. Und ich habe auch meine Bachelorarbeit in einem Unternehmen geschrieben. Ich habe das beim Fraunhofer-Institut geschrieben. Ja. Also von daher ist es sehr vielfältig und der Praxisbezug ist irgendwie immer da. Also, ja. Worüber hast du da geschrieben beim Fraunhofer? Ich habe im ökotoxikologischen Bereich, also das ist ja eigentlich kein Bereich vom Umweltschutz, aber es ist halt trotzdem, ich fand Gewässer immer sehr spannend und deswegen hatte ich da dann einfach mich mit Pflanzenschutzmitteln beschäftigt und habe geschaut, wie da so Auswirkungen im Wasser sind und ob man da ein Messverfahren irgendwie etablieren kann. Ja, okay. Wie groß sind denn so eure Kurse dann? Ganz unterschiedlich. Okay. Also als ich angefangen habe, waren wir 80 Umweltschützer und so 30 Klimaschützer. Mhm. Und wir hatten halt parallel viele Vorlesungen zusammen. Aber ich hatte auch schon Kurse, da waren wir irgendwie nur zu viert. Also. Ja, okay.
Und bei Ihnen? Genau, also bei uns ist es ähnlich. Ne? Das ist so ein bisschen, so in dem Grundstudium ist es einfach dann eben, da haben wir einfach dann mehr Leute. Es ist aber, glaube ich, nicht unübersichtlich. Und dann, je weiter dann eben das Studium dann auch fortschreitet, dann haben wir dann Spezialvorlesungen, Vertiefungsvorlesungen. Da dünnt sich es dann tatsächlich dann aus. Und dann hat man dann wirklich auch mal den Fall, genau, wo man dann nur ein paar Leute, ein, zwei Hände voll Leute in der Vorlesung hat, macht dann so ein bisschen auch so den Austausch noch so ein bisschen direkter. Ich sage dann auch immer, schön, ne, für die Studierenden, weil die natürlich dann auch direkt auf Fragen stellen können. Das geht nicht unter. Andererseits ist natürlich aber auch vielleicht die sozusagen, die sind dann natürlich auch näher am Ball. Ne? Das heißt dann natürlich auch, wenn dann fünf Studierende drin hocken, dann, ja, dann kann man auch so eine gewisse müssen die auch so ein bisschen mitarbeiten, mitmachen. Ne? Und man kann dann nicht in der letzten Reihe sitzen und eigentlich dann nur hinten irgendwelche Filme schauen im Laptop. Das hat so, glaube ich, so, ne, Fluch und Segen, glaube ich. Man kann nicht in der anonymen Masse untertauchen, ne? Ja. Aber andererseits natürlich dann aber, finde ich auch, es ist ein super Austausch. Ne? Oder so eine Vorlesung, die geht dann auch schnell mal über in so eine Art Seminar oder eine Diskussion, weil man einfach dann sagt, ja klar, ne, das ist jetzt nicht so anonym, 400 Leute oder so, sondern man kann da auch so ein bisschen auch, oder wo auch dann die Studierenden auch eher, glaube ich, bereit sind, auch mal eine Frage zu stellen. Ja. Sie haben ja gesagt, 400 Leute, ist das so die normale Größe? Nein, oder? Nein, also bei uns sind es wirklich dann auch, also immer so ein Bereich von, je nachdem, bei uns schwanken so ein bisschen so die Semesterstärken. Jetzt sind wir so im Bereich Semesterstärken von so 30. Vor Corona waren wir immer so im Bereich um die 50. Ne? Okay, also klar. Das ist im Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur war es ein bisschen dann auch noch höher. Genau. Aber das ist immer so ein bisschen auch gewissen Schwankungen ausgesetzt, aber wir sind da jetzt auch ganz zuversichtlich, dass da auch wieder die Zahlen dann nach diesem Corona, ich sag mal, Rückgang auch wieder nach oben gehen. Wie ist das in anderen Hochschulen? Sind das dann viel mehr? Hängt auch davon ab, zum Beispiel, wenn wir jetzt dann große Universitäten anschauen, wie RWTH Aachen oder eben auch die TU Darmstadt, das sind natürlich dann schon einfach größere Semesterzahlen, ne, wo wir einfach weit über Bereich von 100 sprechen. Genau, oder ich habe einen Kollege, der hat in Aachen studiert, der hatte damals, aber das natürlich jetzt auch, na klar, mal von 400-500 Studierenden auch gesprochen, ne, wo man dann auch teilweise keinen Platz im Hörsaal bekommt und. Das haben wir nicht. Ne? Also da, wir haben immer genug Platz, immer, und das sind ja auch, finde ich, auch so wichtige Dinge, ne, die eigentlich auch dann das Studieren erleichtern. Aber ich glaube, die Herausforderung am Ende sollte ja wirklich dann das Studium sein, ne, der Inhalt des Studiums und jetzt nicht die Rahmenbedingungen, ne, sondern die Rahmenbedingungen sollten ja wirklich so sein, dass die eigentlich dann das alles ermöglichen. Ja. Könnt ihr vielleicht kurz mal erklären, also du hast vorhin gesagt, du bist im Master. Was ist das? Was ist auch so die Stufe davor, danach? Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären für uns? Ja, also genau, man beginnt mit dem Bachelor und da ist es so, dass man entweder zuerst Abitur gemacht hat oder Fachabi und dann kann man an die TH Bingen gehen. Aha. Genau, und dann schließt man ab mit dem Master. Und der Vorteil ist, ich konnte an derselben Hochschule bleiben, weil ich halt einfach im Umweltschutz mich weiter fortbilden wollte. Und es gibt jetzt eben den Master Umweltschutz. Und ist da dann die Reise vorbei oder kann man noch weitermachen? Also man könnte dann noch promovieren, also das heißt, man könnte einen Doktor machen. Da sehe ich mich gerade noch nicht so ganz. aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja. Genau, das haben Sie ja, hast du dann ja gemacht. Ja, genau, also ich wollte auch gerade sagen, sag niemals nie, ne? Genau, genau, klar, ne? Da muss man dann auch, ist aber ganz persönlich, ich glaube, es auch immer dann, gibt dann einfach welche, die auch nach dem Bachelor dann genug haben und dann einfach arbeiten wollen. Und dann gibt es auch wirklich welche, die nach ein paar Jahre nach dem Bachelor arbeiten und dann sich entscheiden, jetzt mache ich dann doch nochmal den Master zum Beispiel. Ne? Also das ist, glaube ich, dann auch so eine ganz persönliche Entscheidung. Ja. Und ich glaube, ja klar, da bieten wir die Möglichkeit, das kann dann jeder für sich so machen, wie er es für richtig hält. Und wenn jemand den Master dranhängen will, braucht er allerdings eine bestimmte Note, also das ist bei uns 2,5 Notendurchschnitt, dass er eben dann im Masterprogramm dann den machen kann. Und da ist eben immer noch der Unterschied zum Bachelor, dass es dann schon so ein bisschen mehr auch in die, was forschungslastiger ist und dann eben auch so die Kursanzahl, also sozusagen die Leute, die Semesterzahl ist dann auch geringer. Ne? Da haben wir immer so Richtzahlen so von ca. 20 bis 30, um einfach dann nochmal auch so bessere Rahmenbedingungen dann zu bieten. War dann der Master auch mehr Aufwand für dich so beim Lernen, beim Forschen? Hast du da... Also
ich glaube, dadurch, dass ich sehr viel Unterstützung von meinen Freunden habe und wir ständig so im Austausch standen, fällt mir das gerade gar nicht so schwer. Das war aber tatsächlich, als ich angefangen habe, den Bachelor zu studieren, war das sehr, sehr schwer, weil ich einfach nicht wusste, wie man ordentlich lernt, wie man sich strukturiert, wie man einfach reinkommt so in das ganze Organisatorische. Und da war es einfach sehr hilfreich, sich dann auch mit den Studierenden auszutauschen und dann mal beim Mittagessen oder so einfach auch mal zu sagen, boah, ich bin gerade total überfordert. Ja. Aber das hat einfach sehr viel geholfen, da ja, die haben ja dann auch dasselbe Leid sozusagen und dass man da irgendwie diese Gemeinsamkeit hat und dann hat man sich durchgekämpft und das war einfach voll gut, dass ich auch den Rückhalt von meinen Eltern hatte, dass das irgendwie gut geklappt hat und deswegen habe ich mich auch für den Master entschieden, weil ich einfach dieses Wissen noch mehr vertiefen wollte und irgendwie, wie gesagt, im Umweltbereich, da gibt es so viele Teilbereiche. Und da einen guten Überblick zu bekommen, fand ich das irgendwie wichtig, dass man da einfach noch mehr Wissen erlangt. Es gibt ja bei euch Umwelt- und Klimaschutz. Wo ist da der Unterschied? Zum einen ist es so, dass man im Umweltbereich eher auch auf den ökologischen Bereich gehen könnte. Da bin ich jetzt gelandet. Ja. Aber man kann auch in den Ingenieurs- und in den technischen Bereich gehen. Und bei Klimaschutz werden halt eher so diese Klimamodelle betrachtet. Und es ist nicht so ganz so vertiefend, ja, also doch spezifisch auf den Klimabereich ist es sehr vertiefend, weil es gibt dann Klimaschutz und Klimaanpassung, da kann man die Richtungen wählen, aber im Umweltbereich, da ist es halt viel breiter noch gefächert. Verstehe, okay. Ich würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht so dein Alltag aus und vor allem, wie viele Stunden studierst du dann tatsächlich? Ui. Also es gibt immer so, jetzt wird's interessant. Es gibt immer so Vorgaben, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und es gibt so eine Richtlinie vom Selbststudium und danach richtet sich, wie viel Punkte, wie viel Leistungspunkte es gibt für das Modul. Und jetzt fange ich einfach von vorne an. Es ist so wie in der Schule. Man hat unterschiedliche Fächer, das nennt sich Module und dann besucht man Vorlesungen. Und dann ist es aber so, dass man sehr viel so im Selbststudium vor- und nachbereiten muss und das ist nur ein ganz geringer Teil, wo man wirklich in der Uni ist. Dann hat man eben auch noch Übungen oder Praktika, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte. Und dann geht man eben auch raus und kartiert dann Sachen und da muss man sich halt selber organisieren und planen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und ich mache relativ viel und von daher ja, ist meine Woche immer komplett ausgefüllt und ich arbeite parallel zum Studium auch noch und von daher ja, ist es eben auch einfach wichtig, dass man zwischendrin noch so ein paar soziale Kontakte hat und dann zum einen in der Uni dann Mittag isst mit den Freunden oder eben auch, es gibt der Aster bietet Räumlichkeiten und Veranstaltungen. Zum Beispiel gehen wir mal grillen oder es gibt einen Spieleabend. Und das ist dann immer ganz gut als Student, dann da irgendwie noch so ein bisschen Input zu haben. Wie ist bei dir? Ganz anders, ne? Ja, klar, ne? Genau, also noch zur Ergänzung, ne? Genau, das ist einfach dann schon, genau, wir können sozusagen uns die Studiengänge als Vollzeitstudierende und das muss man dann schon wirklich auch so sagen, das ist einfach ein Vollzeitjob, genau. Und dann klar, wenn man nebenbei dann Beruf dann ein bisschen arbeitet oder dann im Sportverein noch aktiv ist, ist alles möglich, genau, aber es ist natürlich dann, die Tage werden entsprechend dann schon einfach länger und natürlich, es variiert dann auch sehr stark, ne? Es gibt dann eben eine Klausurphase, wo man dann wirklich auch viel lernen muss, viel arbeiten muss. Und ich glaube, dann gibt es auch, also wenn ich an mein Studium denke, dann auch mal schon Phasen, ne? Vor allem so der Beginn des Semesters, so das erste Drittel war man super entspannt, weil einfach die Klausuren waren weit weg und man hat auch nicht den Eindruck gehabt, man hat viel verpasst und dann konnte man auch so dieses soziale Leben dann auch in vollen Zügen genießen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Komponente und gehört auch so ein bisschen zur, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung dann auch dazu, dass man das auch durchaus mitnimmt. Ne? Und jetzt ist so bei mir, naja, das ist jetzt halt anders. Ne? Also so diese, genau, das ist im Grunde klar, es ist ein Job im Grunde genommen. Genau, und ich habe eben Vorlesungen. Sozusagen als Professor hat man ein gewisses Lehrdeputat, was man eben erfüllen muss, in Form von Vorlesungen, aber auch in Form von Betreuung von Praxisphasen, Abschlussarbeiten oder eben auch so
in Form der akademischen Selbstverwaltung. Also das heißt, klingt jetzt so hochgestochen, das heißt einfach so eine Hochschule, die muss sich ja auch selbst organisieren. Ja. Und da muss es auch sozusagen verpflichten, dass wir da uns engagieren, auch in der sozusagen Weiterentwicklung der Studiengänge. Und das ist dann immer auch, das kostet dann halt auch Zeit. Und daneben versuche ich dann halt auch so ein bisschen so eigene Forschungsaktivitäten in meinen beiden Laboren. Also ich habe ein Labor für Werkstoffprüfung, ein Labor für Kunststofftechnik, eben so ein bisschen weiterzuführen. Da bin ich dann ganz gut ausgelastet eigentlich. Ne? Und was auch nicht zu vergessen ist, ist einfach, ja, wenn man dann eben auch so Vorlesungen das erste Mal anbietet, da muss man natürlich enorm viel vorbereiten. Ne? Weil natürlich, klar, man steht dann je nach Vorlesung manchmal einmal 90 Minuten vor den Leuten oder zweimal in der Woche 90 Minuten. Und da kann man nicht irgendwas erzählen. Ne? Und das frisst richtig viel Zeit. Und da muss man ja dann auch immer wieder mal auch die Sachen aktualisieren oder mal verändern. Oder man merkt dann, die Leute hat es eigentlich gar nicht interessiert oder die haben es gar nicht verstanden. Ne? Dann muss man wieder so ein bisschen in sich gehen und dann besser machen. Oder manchmal wird es dann auch verschlimmbessert. Ne? Also das ist dann auch so ein bisschen so ein, ja, mir hat ein Kollege mal gesagt, so eine Vorlesung, die ist eigentlich nie fertig, ne? Weil es gibt immer einen Optimierungsbedarf. Ne? Aber so sieht das so ein bisschen aus. Ich glaube, vom Arbeitsalltag bei mir ist es einfach klar, es unterscheidet sich dann schon so vom Arbeitsalltag eines, der jetzt in der Entwicklungsarbeit, in Entwicklungsabteilung in der Industrie arbeitet. Ne? Weil man dann auch einfach mal jetzt hier, ne, an der Volkshochschule sitzt und einen Podcast aufnimmt. Ne? Das sind dann schon so ein bisschen, wo man sagt, man hat einen verdammt vielseitigen Job und ist eigentlich auch richtig, richtig cool, muss man dann am Ende sagen. Das heißt aber so, die Forschung endet quasi nie. Also auch als Doktor, Professor, da forscht man noch weiter. Genau, genau. Also da haben wir die Möglichkeit, dass wir da weiter forschen. Ist jetzt natürlich so, dadurch, dass wir natürlich ein höheres Lehrdeputat an der Fachhochschule oder an der Hochschule für angewandte Wissenschaft haben als jetzt an der Universität, ist natürlich dann die Forschung, hat es dann nicht diesen hohen Stellenwert, wie es jetzt eben an der Uni hat. Also ich würde sagen, bei uns kommt die Lehre zuerst und dann kommt die Forschung. Das macht aber auch dann, und da hat auch jeder Kollege so ein bisschen auch seine eigene Gestaltungsfreiheit. Das kann jeder dann auch so leben, wie er es mag. Also wir haben Kollegen, für die ist die Forschung sehr wichtig. Die sind auch in größeren Forschungsprojekten dann auch drin. Und dann haben wir aber auch Kollegen, die ganz klar sagen, in meinem Bereich ist es schwierig, aber mir macht die Lehre ganz viel Spaß. Oder die Selbstorganisation, und da engagiere ich mich dann auf dem Feld. Also das ist auch so eines der schönen Dinge. Ne? Man hat dann so eine gewisse Gestaltungsfreiheit im Job, ne? Wo man selber sagen kann, ich kann meine Schwerpunkte so ein bisschen auch selber legen. Alles klar. In eurer ganzen akademischen Laufbahn, gab es da Momente, die euch besonders herausgefordert haben? Möchtest du? ja. Tja, da muss ich auch kurz in mich gehen. Ne? Also was mich schon, wenn ich anfangen darf, schon gefordert hat, einfach was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn man dann startet, jetzt als Professor zum Beispiel, und dann eben da dann wirklich, was weiß ich, da hatte ich dann eine 4-stündige Vorlesung. Und das war ein richtig dickes Brett, weil das auch ein Feld war, wo ich jetzt auch nicht ganz so sattelfest war. Mhm. Das hat mich dann schon gefordert, muss ich sagen. So rückblickend habe ich dann doch gemerkt, oh, da hat man ein bisschen gerudert. Ne? Das war eins. Das andere, was mich dann auch schon gefordert hat, muss ich ein bisschen zurückgehen, ist einfach klar, so der Beginn des Studiums, den empfand ich eigentlich auch gar nicht mal so als leicht. Da hatte ich mich auch ein bisschen hart getan, weil einfach auch so diese Lernmenge oder diese Lehrmenge, die man da um die Ohren geschlagen bekommt, ist einfach nochmal deutlich größer als in der Schule. In der Schule, da kriegt man dann doch immer so schöne Happen, geht man tief rein, aber diese Happen sind doch überschaubar. Ne? Und man kann wirklich alles verstehen und alles lernen. Im Studium merkt man dann doch, das sind teilweise so komplexe oder große Felder, das ist schwierig, das bis ins letzte Detail vielleicht zu können oder zu verstehen. Ne? Und das fiel mir am Anfang, hatte ich da schon so das ersten ein, zwei Semester tatsächlich auch ganz schön Probleme, ne? Da so meinen Weg zu finden, mich selber auch zu organisieren und auch zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Ne? Ja, das kann ich voll bestätigen. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass diese komplexen Zusammenhänge und dann gleichzeitig das Verständnis zu erlangen und das zu lernen, das war irgendwie sehr schwierig. Und auch diese Selbstorganisation fand ich auch irgendwie sehr herausfordernd. Und ansonsten eben auch den ganzen Tag zum Beispiel im Labor zu stehen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, das ist total anstrengend. Und dann am nächsten Tag geht es weiter, aber man muss eigentlich noch den Stoff aufbereiten vom Tag davor, aber hat es einfach nicht geschafft, dass man sich da dann irgendwie so ein bisschen
die Disziplin hat, sich dann auch dahinter zu setzen. Und was motiviert in so Momenten dann? Die Note. Nee, das kann ich gar nicht bestätigen. Also ich habe relativ gute Noten, aber ich habe auch total schlechte Noten gehabt. Und was mich total motiviert hat, war einfach zum Beispiel neues Wissen zu erlangen und dann auch das Wissen anwenden zu können. Also zum Beispiel, dass wir raus sind und dann wirklich eine neue Art bestimmt haben. Ach, schön, und dann, wenn man jetzt draußen rumläuft, dass man dann diese Pflanze erkennt. Und das finde ich super cool und ja, auch einfach so irgendwie Freunde fürs Leben gefunden zu haben und sich da dann halt auch einfach austauschen zu können. Alles klar. Was motiviert dich? Ja, also ich glaube einfach klar, die Note kann es jetzt in meinem Fall dann ja auch nicht mehr sein. Ich würde auch sagen, klar, das Gehalt am Ende motiviert mich jetzt auch nicht unbedingt immer. Ne? Am Ende sind es dann schon so kleine Erfolgserlebnisse, wo man da einfach so merkt, ne? Man hatte einen Fall zum Beispiel, hatte ich dann mit einem Unternehmen eben aus Sobernheim so ein bisschen Kontakt gemacht und die kamen dann dazu in meine Vorlesung, haben Vortrag gehalten, haben die dann auch besucht. Fand ich eigentlich ganz spannend. Bei den Studierenden, da kann man ja manchmal immer nicht in die Köpfe reingucken. Ne? Und da hatte ich dann auch eher so das Gefühl, die haben sich das angehört und fertig. Und dann irgendwann so ein paar Monate später, hat dann eben eine ganz ambitionierte Studierende mich angesprochen. Die hat sich jetzt, nachdem die so das Unternehmen kennengelernt hat, hat sie dann eben sich da beworben wegen einer Abschlussarbeit und da hat sie jetzt die Stelle bekommen. Das findet sie ganz spannend und ob ich sie betreuen kann. Und die geht jetzt so ein bisschen so ihren Weg auch, ne, in diesem Unternehmen. Und das war dann doch so ein bisschen, schön, freut mich, ne, weil das so ein bisschen, ich war dann so ein bisschen ernüchtert, weil ich gedacht habe, man hat was angeboten und dann klar, ne, am Ende müssen es die Studierenden selber entscheiden, ob das interessant ist. Und dann hat man, oh, das habe ich komplett fehl eingeschätzt anscheinend. Ne, so ein bisschen wurde dann doch auch, bleibt dann was hängen oder was haften oder man hat dann auch geholfen, so ein bisschen vielleicht so eine gewisse Weichenstellung im Leben. Das wird jetzt nicht die letzte und auch nicht die wichtigste gewesen sein, aber auf jeden Fall so ein bisschen, ne, da ein Angebot gemacht und das wurde auch angenommen. Das fand ich eigentlich auch so ein ganz schönes Erfolgserlebnis. Ja, bei mir war es auch immer so, wenn ich irgendwie diesen Aha-Moment hatte und die Glühbirne im Hirn angegangen ist, so, okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Und das war einfach sehr gut. Es gibt immer wieder so die Kritik, dass wenige Leute eine Ausbildung machen, aber viele studieren. Wie reagiert ihr auf sowas? Genau, also ich glaube insgesamt, man muss sagen, ne, wir haben ja so ein bisschen so dieses Fachkräfteproblem. Ne? Und dieses Fachkräfteproblem, klar, das betrifft seit Jahren schon die Lehrberufe, wo das auch akut ist. Aber das Fachkräfteproblem betrifft auch durchaus eben auch die Berufe, wo man eben auch einen Studienabschluss braucht. Also von daher, glaube ich, sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt sage, sicherlich, ne, Lehrberufe sind wichtig, aber ich glaube auch eben auch die Berufe, eben wo man Studienabschluss braucht, sind auch durchaus wichtig. Am Ende, wir machen das Angebot und die jungen Leute, die entscheiden dann selber. Und wir haben viele, die nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht haben und dann nach der Ausbildung gemerkt haben, ja, das war ganz interessant, aber ich glaube, ich würde dann nochmal ganz gerne nochmal ein bisschen auch mehr machen oder ein bisschen tiefer reinblicken. Also da habe ich mich dann eben auch mit einem unterhalten und der hat dann auch gemeint, dass was ihm immer gefehlt hat in der Ausbildung, ist einfach so, das vollends dann auch zu verstehen, die Hintergründe zu verstehen. Ne? Das hat ihm gefehlt. Und ich glaube einfach, das ist eine ganz persönliche Entscheidung und wir als Technische Hochschule, wir verbieten niemanden, eine Ausbildung zu machen. Ich finde es sogar toll, weil am besten, wenn man dann beides, auch beide Aspekte so ein bisschen kennengelernt hat und dann kann jeder auch selber für sich entscheiden. Und von daher, glaube ich, machen wir das Angebot und es wird wahrgenommen oder eben dann nicht. Ja. Was hätte dich denn früher motiviert, in die Holzbranche zu gehen? Was war so ausschlaggebend? Also ich habe ja nur einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und hatte ja nie eine Ausbildung gemacht. Deswegen kann ich da auch gar nicht so viel dazu sagen. Ja. Also ich glaube tatsächlich einfach diese Praxisnähe, die Ausbildung, ganz viele Menschen können einfach nicht theoretisch oder die Theorie in die Praxis umsetzen. Mhm. Und deswegen finde ich Ausbildungen schon sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, gerade die TH macht das sehr, sehr gut. Ja. Es ist so, dass zumindest in meinem Studiengang gibt es sehr viele Leute, die
nicht nur direkt nach der Schule dann das Studium beginnen, sondern vorher eine Ausbildung gemacht haben. Und davon profitieren einfach alle, weil die einfach ein anderes Wissen haben. Und dann ergänzt man sich einfach total gut. Und es gibt ja den Spruch, man lernt nie aus. Und deswegen finde ich, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann kann man ja auch vielleicht dann wirklich danach noch studieren, ja, und sich einfach weiterbilden. Alles klar. Und wir bieten auch sozusagen bei uns Formate an. Also das richtet sich tatsächlich dann, dass man ausbildungsintegriert, genau, ne, studieren kann. Ne? Das heißt, man kann bei einem Unternehmen eine Ausbildung machen, parallel kann man studieren. Also die Möglichkeit gibt es auch jetzt im Maschinenbau, wenn ich da jetzt, ne, die Werbetrommel ein bisschen rühren darf, aber auch dann im Studiengang Prozesstechnik. Also da versuchen wir auch so ein bisschen so, ne, so dieser wirkliche Konkurrent, diese mögliche Konkurrenzsituation oder dieser Widerspruch Ausbildung, Studium so ein bisschen auch aufzuheben und zu sagen, naja, das ist ja doch auch, hat ja auch Synergieeffekte. Und das ist dann vor allem, glaube ich, auch für Leute, die sagen, okay, Ausbildung ist super, aber ich würde vielleicht dann doch auch gern für meine weitere Entwicklung dann auch ein Studium machen. Dann haben wir das im Angebot. Ja. Am Ende frage ich immer die gleiche Frage. Gibt es irgendwas, was ihr euch von den Bingern wünscht? Oder vielleicht von der Stadt, vom Land, vom Bund, von der Allgemeinheit? Gibt es irgendwas, was ihr euch wünscht? Also zum einen wurde ich hier sehr herzlich aufgenommen und ich finde, das wäre ganz cool, wenn alle anderen das auch so erfahren würden. Genau, und mein Appell, okay, ich will nicht, dass es ein Appell ist, aber dass man einfach in die Natur geht und einfach das wertschätzt, dass es was Besonderes ist und auch einfach mal so ein bisschen aufmerksam ist, so was es so in der Natur gibt. Und die Bingner wissen das ja auch, hier gibt es einfach viel zu bieten und dass man das einfach ein bisschen bewusster wahrnimmt. Dankeschön. Genau, ich glaube auch, dass von meiner Seite, dass einfach sozusagen die Binger sich dem bewusst sind, dass sie eben hier eine Hochschule haben, eine technische Hochschule, das ist was ganz Besonderes. Auch Bingen ist ja auch eine Stadt, eine Kommune, die auch nicht so riesig ist. Und das ist, glaube ich, dann schon was Besonderes, dass man da eben auch wirklich so eine alte, ehrwürdige technische Hochschule hat. Und dass sie gerne auch wirklich an die Hochschule kommen. Das ist ein öffentlicher Ort. Man kann da einfach hingehen, man kann da mal ein bisschen rumgucken, zum Hochschulinformationstag kommen und da dann auch sozusagen sich auch dann bewusst machen. Wir haben eine Hochschule, die bietet was und mal gucken, ob da ein Angebot ist, was wir auch annehmen wollen oder annehmen können. Alles klar. Vielen Dank für euren Besuch. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwann wieder. Ja. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. 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 Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V.